Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Emergency. In dem Fall Emergency 2017 oder 2016 oder Emergency 5. Wir gucken mal rein. Jetzt hat es auch, dass das Intro am Laggen war. Ja, keine Ahnung, ich habe es noch nie gespielt, großartig. Ich fange Blaulicht ein, aber ich hatte neulich Emergency 2020 angespielt und da ging mir die Steuerung nicht auf den Senkel. Das wird hier wahrscheinlich genau das gleiche sein, aber wir gucken mal rein, ne? Und zwar ist mein Hauptproblem, dass wir nach rechts drehen und die rechte Maustaste auf der gleichen Licht haben. Also auf der rechten Licht haben. Und dadurch reagiert meine rechte Maustaste nicht immer so, wie sie soll. Ich weiß zwar nicht, welcher Idiot sich das ausgedacht hat, aber es ist echt zum Kotzen. So, also ich gehe davon aus, es wird hier genau der gleiche Fall sein, weil es ist vom Prinzip her das gleiche Spiel. So. Aber heute schauen wir mal rein. Spielmodus. Kampagne, Großeinsätze, Freispiel. Das sind wir unter Großeinsätze. Tutorial. Kampagne. Letzte Kampagne. Na, neue Kampagne. Machen wir mal erstmal Emergency 5. Spielen. Einsatzgebiet München. Okay. Skigebiet in den Alpen. Emergency Einsatzbasis. Münchner Oktoberfest. Münchner Frauenkirche. Also ich kann von hier nur 5 Aufgaben oder was, was soll das Ganze jetzt darstellen? Ich habe keine Ahnung. Ja, wir werden es sehen. Wir werden es einfach sehen. Also Fakt ist auf jeden Fall, es gibt wohl zwei Startmodis. Einmal für die Version Emergency 5 bis Emergency 2017. Und dann nochmals 2020 mit einem eigenen Reiter. Das habe ich jetzt schon mal so weit raus. Aber mehr kann ich euch da echt nichts zu sagen. Und dass dem Mr. Junkie Pay mich halt drum bat, mir das neue Emergency zu holen. Für Multiplayer-Zwecke. Ich bin jetzt echt mal gespannt, weil wir haben ja schon in der Vergangenheit festgestellt, dass eigentlich jedes Emergency von Version zu Version immer vereinfacht wurde. Was so Steuerelemente betrifft und auch die Fachkompetenzen, die man dann noch so an den Start bringen muss. Deswegen. Ich habe so die Befürchtung, dass es mir eventuell auch zu leicht ist in der Form von dem Möglichkeiten im Spiel, aber wir werden es sehen. Willkommen zum Einsatzleitertraining in Ihrem neuen Einsatzgebiet München. Ich bin Ihr Supervisor und ich begleite Sie durch Emergency 5. Ja. Irgendwie lecken die Sachen alle so ein bisschen, ne? Aber es sieht insgesamt schön aus. Wenn man jetzt so bedenkt, wie die Filme in Emergency 4 oder auch in Emergency 2 waren. Das muss man im Spiel schon lassen. Ah, also. Grafisch macht das schon was her. Ein paar Sachen ändern sich nie, beispielsweise die Straßenbahn. Und hier haben wir das Hauptquartier, die Base. Also bin ich auch mal gespannt, ob das jetzt immer so am Längen ist oder nur heute. Keine Ahnung. So. Hier ist Ihr erster Einsatz. Feuer auf einer Baustelle. Ihre Aufgaben werden in der Aufgabenliste angezeigt. Achten Sie auf die Liste, dann wissen Sie immer, was zu tun ist. Gut. Also Linksklick. Um das Geschehen genauer beobachten zu können, können Sie die Kamera mit dem Mausrad näher an das brennende Objekt heranbewegen.
Wenn Sie die Kamera nach links oder rechts schwenken wollen, halten Sie die rechte Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts. So, also ranscrollen, klar. Und das ist das Gefährliche, weil mit rechts macht man eigentlich alles gut. Im Spiel. Wir brauchen einen Rüstwagen mit Feuerwehrmännern. Ja. Wir müssen wählen Sie den Rüstwagen. Haben holen Sie wir. Jetzt den Rüstwagen ins Einsatzgebiet. Klicken Sie erst auf das Senden-Symbol und dann mit der rechten Maustaste auf den markierten Platz im Einsatzgebiet. Und da ist das Problem, was das ganze Spiel versaut. Weil. Jawohl. Jetzt hat er reagiert, okay. Aber eben, dass es sonst halt wirklich Probleme macht. So. Sehr gut. In dem Rüstwagen befindet sich eine Standardbesatzung von Feuer. Was gibt's? Klicken Sie jetzt auf das blinkende Symbol Aussteigen in der... Gut, um den Brand zu löschen. Was gibt's? Genau. Klicken Sie jetzt auf das blinkende Symbol Löschschlauch in der Aktionsleiste des ausgewählten Feuers. Jetzt wird's ganz interessant. Also den links anwählen. Okay. Klicken Sie jetzt auf die brennende Palette und auf Objekte in Ihrer unmittelbaren Umgebung. Alle Objekte, die Sie mit dem Feuerwehrmann löschen oder kühlen können, sind markiert. Wie Klicken jetzt? Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die brennende Palette. Der Feuerwehrmann wird den Schlauch automatisch an einem Hydranten anschließen und mit dem Löschen beginnen. Was soll das? Ihr könnt mir doch nicht den Hydranten wegnehmen. Das meine ich. Das meine ich. Das sind so Punkte, da rege ich mich drüber auf. Okay. Jetzt hat man mir den Hydranten weggenommen. Was kommt denn... Ihr könnt mir doch nicht alles wegnehmen. Ein Tipp. Oft ist das Kühlen von Objekten in der Nähe eines Feuers genauso wichtig wie das Löschen des Feuers. Okay. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Fässer neben der brennenden Palette, um sie zu kühlen. Alles der klar. Feuerwehrmann führt die Aktion dann automatisch durch. So, ihr könnt mir doch nicht einfach alles wegnehmen. Da habe ich kein Einfluss mehr auf den Migranten. Das ist doch doof. Ich weiß nicht, was diese Entwickler sich daran so gedacht haben. Ich meine, gut, bei Emergency 1 musste man sogar noch das komplette Personal für die Autos aus der Leitstelle rauspicken. Das ist natürlich mühselig gewesen. Ist richtig. Hervorragend, Sie haben den Brand gelöscht. Lassen Sie jetzt Ihre Feuerwehrmänner wieder in den Rüstwagen einsteigen. Ja. Wählen Sie dazu erst einmal alle Feuerwehrmänner zusammen aus. Ah, ist auch egal. Linke Maustaste gedrückt halten und einen Auswahlrahmen um alle Feuerwehrmänner ziehen. So. Was geht's? Gut. Jetzt mit der rechten Maustaste auf den Rüstwagen klicken. Das machen wir gleich. Ich möchte jetzt eben was dazu sagen. Also, gut. Das ist eine. Emergency 2 ist das schon ein bisschen vereinfacht worden. Man musste halt wirklich im Hauptquartier erst da reingehen. Dann die Fahrzeuge einzeln auswählen und dort auch bestellen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste den Rüstwagen. Mama, kann ich mich nicht hier nicht mit meinen Leuten unterhalten? Gut, das war schon eine Sache. Die ist mir nachher ab Emergency 3 entfallen. Also, fand ich schade. Aber unterm Strich natürlich hat das Spiel enorm erleichtert, dass man halt diese Funktion nicht mehr hatte und das schon da abgespeckt wurde, halt die Leitstelle noch mehr komprimiert wurde. So, in Emergency 4 ist es auch nochmal erleichtert worden. Man konnte jetzt Sachen gruppieren, also die ganze Truppe hier mit den Schnellreiter-Tasten unten, wie wir es auch im Let's Play hatten. Klasse Gimmick, fand ich super. Gab da auch schon so ein paar Zwischensachen, die nochmal entfallen sind, glaube ich, an Untermenüs. Hinzu kamen dann aber Fahrzeuge wie THW, das konnte man vorher dann noch von beispielsweise Polizisten oder auch mit Feuerwehrleuten dann ausführen, wie Signale umstellen, solche Sachen. Ist dann aber auch entfallen im Freeplay-Modus von Emergency 4 und ich glaube auch schon in Emergency 3, dass man halt Signale nicht mehr umstellen konnte oder auch Signalbrücken, solche Sachen. Die sind auch entfallen. Finde ich auch schade, aber es wurde schon systematisch abgespeckt. Aber das hier, das ist richtig i. Also Mr. Junkie Play, es wird, kann ich hier so sagen, wie es ist, mit Emergency 5 werden wir kein Let's Play zusammen machen werden.
Das Thema ist jetzt schon vorbei. Kaputt. Sense. Habe ich keinen Bock auf die Scheiße. Sorry. Immer schon zu viel. Machen wir gerne. Dann lebe ich lieber in der Vergangenheit. Ist mir egal. Das hier ist mir zu simpel. So, wir werden die Story hier noch durchspielen von allen Versionen einfach so, weil wir das können. Weil für irgendwas habe ich das Spiel ja auch bezahlt. Aber das ist jetzt wirklich schon... Im Tutorial hat das Spiel schon mal mir verkackt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sorry, geht gar nicht. Ich habe auch die 2023er Version neu reingespielt. Da ist es noch weiter vereinfacht. Hier kann ich die Autos... Okay, kann ich jetzt nicht anwählen, weil wir im Tutorial sind. Das Auto will ich jetzt noch individuell hinsetzen. Das kann ich in der neuesten Version auch nicht mehr. Da habe ich feste Reiter. Perfekt. Übrigens, nee. Im Einsatzgebiet hat sich soeben ein Verkehrsunfall ereignet. Ja, okay. Orientieren Sie sich an der Übersichtskarte unten links. Kann ich es nicht markieren? Oh. Ihr Rüstwagen und die Unfallstelle sind auf der Übersichtskarte markiert. Ja, ich sehe es. Klicken Sie jetzt auf der Übersichtskarte die Unfallstelle an. Die Kamera wird dann dorthin bewegt. Versuchen Sie es. Ja, Sie können die Kamera natürlich auch selbst über das Einsatzgebiet bewegen. Ja, ist klar. Gehen Sie mit dem Mauszeiger an den Bildschirmrand. Die Kamera wird sich dann in die entsprechende Richtung in Bewegung setzen. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, wenn die Kamera sich schneller bewegen soll. Versuchen Sie es. Okay, das so wie früher. Was jetzt ein relativ schönes Gimmick ist, ist, dass die Häuser wegploppen. Wobei, wie gesagt, auch relativ. Irgendwie macht das auch den Faktor wieder aus. Ja. So, also wir haben jetzt irgendwo da diesen Unfall. Ich möchte aber wieder zu meinem Auto. Den möchte ich ja mitnehmen. Kann ich mein Auto wieder mitnehmen? Ja, muss ich... Ja gut, komm, haben wir jetzt fertig? Danke. Okay. Der Fahrer des Fahrzeugs ist verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt. Zack, hier. Wir müssen ihn mit einer Rettungsschere aus dem Wrack befreien. Senden Sie Ihren Rüstwagen zur Unfallstelle. Wählen Sie ihn per Linksklick aus, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf den markierten Bereich an der Unfallstelle. Muss ich den jetzt nochmal anwählen? Oh. Senden Sie den Rüstwagen zum markierten Bereich im Einsatz. Hier hin. Also die Steuerung und solches kenne ich ja schon, aber... Sie können die Kamera zur Unfallstelle bewegen, indem Sie auf die entsprechende Stelle auf der Übersichtskarte klicken oder die Maus erneut an den Bildschirmrand bewegen. Ja, wir sind doch schon da. So, Jungs. Lassen Sie Ihre Feuerwehrmänner aufsteigen und rüsten Sie dann einen von ihnen mit einer Rettungsschere aus. Ja, so. Ist auch schon wieder so eine Sache. Irgendwie habe ich hier weniger Menüs. Oder? Ich weiß nicht, also normalerweise musste man über einen extra Reiter machen, dann musste man die Sachen auswählen. Wird erledigt. Da musste man noch ein Fahrzeug anklicken. Jetzt ist auch ein Fall. Den verletzten Fahrer aus dem Fahrzeug befreien. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Unfallfahrzeug. Also jetzt mal ohne Flachs, irgendwie ist das doch alles ein bisschen simpel. Auch, dass mir das jetzt hier angezeigt wird. Zu simpel. Es ist mir wirklich eine Spur zu leicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, nee, hat packt mich jetzt wirklich nicht so wirklich sonderlich. Also es enttäuscht mich. Ich meine, gut, wir sehen, dass es hier ein Skoda ist, der ziemlich kaputt ist, aber... Ach, der ist fertig. So. Na gut, dann heißt... Ich meine, das ist cool, dass sie es animiert haben, wie sie ihn rausziehen. Das ist schön gemacht. So, komm. Ich brauche aber auch eigentlich noch einen RTW. Ja, kann ich den schon ordern? Gut. Der Fahrer ist verletzt. Er benötigt einen Notarzt. Ja, komm. Holen Sie ein Notarzt-Einsatzfahrzeug mit Notarzt. So. Das so. Kann ich dir auch... Ja, ich weiß nicht. Ich meine, die waren nicht ohne Raster jetzt hier im Spiel. Ja, sind die noch. Das kam erst in der neuesten Version. Deswegen, das ist jetzt noch ein Tutorial. Das ist okay. So, also jetzt kommt mein Notarzt. Ich würde auch gerne schon den RTW schicken, weil das dauert mir sonst wieder zu lange. Aber auch sowas hier. Wofür sind die Embleme drauf? Und auch das Tür-Emblem. Das ist zu... Es wird davon ausgegangen, dass der Spieler keinen Plan hat von dem, was er macht. Und so, das auch so bleiben soll. Und das ist... Gut. Ja. Wählen Sie den Notarzt und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf den verletzten Fahrer. Der Notarzt wird den Patienten untersuchen, eine Diagnose stellen und ihn dann behandeln. Weil die ganzen Embleme, die sind bei jeder Mission dabei. Das hatte ich jetzt auch bei der einen, die ich da Just for Fun gespielt hatte.
Und das einzig Schwierige an dieser Mission war wirklich nur der Faktor Zeit. Man hat es verloren, weil man innerhalb von 10 Sekunden nicht alles gelöscht hatte, auf dem schwersten Modus. Der Gesundheitsbalken des Patienten ist rot und nicht ganz gefüllt. Der Patient ist verletzt und nicht transportfähig. Während der Behandlung wird der Gesundheitsbalken aufgefüllt. Sobald der Balken komplett voll ist, kann der Patient abtransportiert werden. Also muss ich ganz ehrlich sagen, beste Version von dem, was ich so gespielt habe, waren wirklich ja, so Mittelding würde ich mir wünschen aus Emergency 2 und 4 wieder. Also eigentlich Emergency 4 von der Steuerung her war super. Gut gemacht. Der Patient ist jetzt transportfähig. Holen Sie ein Rettungstransportfahrzeug mit einem Sanitäterteam. Ja, machen wir sofort. Also Emergency 4 war von der Steuerung her super. Was halt auch aufgefallen ist, gerade im Freeplay-Modus und Multiplayer-Modus. Ja, man hat 8 Stunden gespielt und danach wurde es langweilig. Sehr eintönig. Und so ein paar Gimmicks hätten dann schon mehr sein können, drin sein können. Hat man dann später in den Mods erlebt, also beispielsweise Biberfelde, welches ja wirklich eine deutlich ausgeprägtere Mod ist. Die auch wirklich sehr gut gelungen ist. Und dann sieht man das hier. In Ordnung. Also. Sehr gut. Erwarte Befehle. Wählen Sie jetzt das Sanitäterteam aus. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf den Patienten. Ja. Das Sanitäterteam bringt den Patienten dann mit dem Rettungstransportfahrzeug ins Krankenhaus. Ich meine, das einzig Schöne sind wirklich diese Details hier, wie auch diese Zugzielanzeige. Oder in dem Fall Busanzeige, ne? Das muss man schon ganz klar lassen. Also grafisch wirklich schön gelöst. Aber steuerungstechnisch und vom Aufwand her viel, viel zu simpel, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Also die Leute, die diese Version von Emergency im Vergleich zu den alten gespielt haben. Aber das ist wie Tropico 6. Guck mal, jetzt müssen wir uns noch um das Unfallfahrzeug kümmern. Es ist nicht mehr fahrbereit, muss also abgeschleppt werden. Holen Sie einen Abschleppwagen und transportieren Sie das Unfallfahrzeug ab. Ja. So. Also das ist mir doch eine Spur zu simpel gestaltet, diese Version. Also die ist immer schon ziemlich. Vielleicht zu den alten. Ich meine, mit der offenen Karte und so weiter, coole Sache. Würde ich feiern, aber ein bisschen mehr Komplexität. Also falls das hier jemand sehen sollte von den Entwicklern von 60 Tons Entertainment oder auch Deep Silver, ist mir kack egal. Wenn Sie den Abschleppwagen ausgewählt haben, reicht ein Rechtsklick auf das Unfallfahrzeug und wird erledigt. Ein bisschen mehr Komplexität, das wäre schon cool. Muss man ehrlich sagen. Ich meine, schön, dass hier ein ICE-3 wieder rumfährt, den kennen wir schon aus den vorherigen Versionen. Grafisch wirklich schön, aber vom Schwierigkeitsgrad her. Was die Steuerung betrifft. Nee, danke. Muss ich echt sagen. Nee, danke. Da hoffe ich, dass die Missionen immer noch schön schwer sind. Wobei auch da hatte ich den Eindruck, dass sogar die Emergency 4. Gut, Sie haben den Einsatz erfolgreich beendet. Ja. Senden Sie Einsatzpersonal und Einsatzfahrzeuge zurück zur Einsatzbasis. Auch hier haben Sie mir wieder was weggenommen. Dort werden Ihre Einheiten automatisch wieder fit gemacht, wenn Sie während eines harten Einsatzes mal in Bedrängnis geschwächt worden sind. So, das fehlt mir jetzt auch wieder, dass ich den Abschlepper hier nicht wegschicken muss, sondern dass er einfach abhaut. Okay, komm, euch hier weg. Zack. Erwarte Befehl, dann steigt die Einsatzkraft automatisch ein. Dass hier unser ICE weiterhin rumfährt. Bin bereit. Zurück zur Basis. Zack. Ja, zu Befehl. Was haben wir denn da? Karte anzeigen, Brände. Okay. Auch die Karte ist ein bisschen abgespeckt worden. So. Höre. Komm, fahren wir nach Hause. In Ordnung. Gerade erhalten wir einen Notruf. Überfall auf Supermarkt. Finden Sie den vermummten Täter und nehmen Sie ihn fest. Klicken Sie auf das blinkende Symbol in der Aufgabenliste oben rechts, um automatisch zum Einsatzort zu springen. Blinkende Symbol oben rechts. Ah, okay. Das ist natürlich schön gelöst. Okay,
Der Täter auf der Übersichtskarte ist mit einem Symbol markiert. Ja. In dem Fall blau. Und nicht nur da, auch hier. An die Arbeit. Senden Sie einen Streifenwagen mit Polizisten in die Nähe des Täters. Lassen Sie die Polizisten dann aussteigen. Ja. Jawohl. Gut. Was ich jetzt interessant finde, ist auch, hier ist ein Relikt vergangener Tage, Leute. Und zwar wirklich ein Relikt. Ich meine, das Spiel ist 10 Jahre alt über dem Baum in der Grundversion, von die wir jetzt gerade spielen. Aber der Zigarettenautomat, der ist älter als ich. Da müsste ja noch einer sein, wo dann unten noch die schwarzen Riegel waren zum Reindrücken, mit, was man als Kind sowieso nicht machen konnte. Aus D-Mark-Zeiten. Was ist das für ein Täter? Der Täter ist aggressiv. Rüsten Sie Ihren verbliebenen Polizisten schnell mit Pfefferspray aus, um den Täter handlungsunfähig zu machen. Was haben wir denn hier unten? Absperrband, Polizeigelle, Handschellen. Das ist wiederum cool. Absperrband hat man früher nicht. Ja, cool. Sofort. Pfefferspray. Setzen Sie den Täter jetzt mit dem Pfefferspray außer Gefecht. Danach rüsten Sie den zweiten Polizisten mit Handschellen aus und nehmen den Täter fest. Okay. Zugriff. So. Jetzt können wir den Täter festnehmen. Er kann sich nicht mehr dagegen wehren. So. Das fehlt mir halt auch. Ich würde die gerne auch irgendwie hinterher schieben können oder selber ein Auto stecken. Ihr Training ist damit abgeschlossen. Sie sind bereit für Ihren ersten Auftrag als Einsatzleiter. Also, herzlichen Glückwunsch zur Beförderung. Es ist mir echt... Machen Sie Ihre Sache gut. Das ist zu vereinfacht, Leute. Finde ich doof. Wie gesagt, wir werden die Story jetzt trotzdem wahrscheinlich so aller Voraussicht nach fortführen. Aber es ist mir wirklich zu plump. Sag ich so, wie es ist. Da werde ich mich wahrscheinlich auch in den nächsten Folgen drüber aufregen. Aber ist egal. Was spielen denn Kinder? Rennt ja jetzt nicht über die rote Ampel. Das war mal... Also gut. Ein Chiral-LKW. Oh. Also wir bauen ein Feuerwehrauto. Und oh Gott. Ein LKW beladen mit Kerosin wurde von einer Straßenbahn gerammt. Mehrere Fahrgäste wurden dabei verletzt. Der Fahrer des LKWs ist in der Fahrerkabine eingeklemmt. Versorgen Sie alle Opfer des Unfalls. Was soll das denn? Warum zeige ich mir schon direkt an, wo die ganzen Opfer liegen? Das ist doch auch doof. Also, Sachen, über die ich mich jetzt schon wieder aufrege. Erstens, ich sehe jedes Opfer. Schon markiert an dem Ding. Ich sehe, dass ich den abklemmen muss. Wir benötigen einen Notarzt, Sanitäterteams und einen Rüstwagen mit Rettungsschere. Gut, also es war jetzt ja offiziell das Tutorial abgeschlossen, deswegen das Zeug dürfte mir schon nicht angezeigt werden. Damit geht das schon los. So, der ist ja mal cool. So, der ist jawohl. Cool. Wir schicken den noch. So. Ich weiß nicht, wir brauchen. Ich weiß nicht, wie viel Verletzte ich habe. Ich schicke euch mal hier hin. Okay. So, ja, die Anzeige da, muss ich sagen, fand ich damals seinerzeit auch besser. Ah, okay, wir haben zwei Krankenwagen. Wie viele Verletzte man insgesamt hat. So, was brauchen wir noch? Ich weiß nicht, ich glaube, wir brauchen noch ein Löschfahrzeug. Ah, ne, habe ich nicht. Ja, gut. Kriegen wir gleich hin. Vielleicht sollte man... Abschlepper, den können wir auch schon holen. Okay. Ey, aber der ist natürlich... Das ist natürlich gut. Der macht jetzt natürlich vieles weg. Nein, also als Gimmick coole Sache, wobei ich die Steuerung trotzdem zu leicht finde. Die sind sogar in der Originaluniform unterwegs. Wie cool ist das denn? Okay. Historischer Feuerlöscher. Historische Motorsäge. Damit kriegt der Ding doch auch auf, oder? Nö, das nicht. Okay, also ihr seid aber nur als Gimmick da. Okay. Aber ich meine, er ist trotzdem cool. So, setzen. Ist in Arbeit. Was geht's? Jungs, holt euch mal einen historischen Schlauch. Ihr könnt schon mal anfangen zu kühlen. Okay. Wird gemacht. Dafür seid ihr da. Ja. Ich meine, einfach. Der Notarzt sollte so schnell wie möglich die Verletzten am Einsatzort untersuchen und behandeln. Ansonsten werden sie immer schwächer. Ja. Wird gemacht. Ja.
Kein Problem. Also das ist natürlich ein cooles Gimmick. Jetzt müssen wir natürlich leider auf den anderen Rüstwagen warten. Bin bereit, zu Befehl. Was geht? Verstanden. Höre. Dann fahr du erstmal dahin. Wir können den Unfall-LKW erst abschleppen, nachdem wir den verletzten deswegen. Fahrer mit Hilfe einer Rettungsschere aus der Fahrerkabine gerettet haben. Ja, ist mir klar. Ich hab sie leider nicht da. Weil, da habe ich das dann gedacht. Aber ich habe damals dann die Leute aus den Autos rausgeschnitten. Mit der Kettensäge konnte ich jetzt ja nicht machen. Leider. Was gibt's? Wird gemacht. So. Höre. Heckenschnerde. Okay. Genau. Aber auch das. Ich will die wieder von meinem Auto selber auswählen können, wo der hinrennen muss. So. Jawohl. Okay, wir wollen noch eine Polente. Es befinden sich einige Zivilpersonen sehr nah am Einsatzort. Ja, wir sollten einen Streifenwagen anfordern, unsere Polizisten mit Megafonen ausrüsten und die Leute in Sicherheit bringen. Was machst du da? Aus dem Unfall-LKW ist Kerosin ausgelaufen. Wir müssen uns beeilen, es besteht akute Brandgefahr. Ja, ist richtig, so. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Nehmt ihr mir jetzt meine komplette Arbeit ab? Na komm, erstmal fahren wir das Auto wieder auf Seite. Ein transportfähiges Unfallopfer sollte umgehend mit einem Sanitäterteam zum Rettungstransportwagen gebracht und abtransportiert werden. Sie haben den LKW-Fahrer aus der Fahrerkabine befreit. Weiter so. Ja. Achtung, das ausgelaufene Kerosin. Das ausgelaufene Kerosin hat sich entzündet. Löschen Sie die Brände. Wird gemacht. Höre. So. Verstanden. Sind wir ja relativ zügig mit fertig. Ja, du kannst auch schon mal ein Löschloch holen. Jawohl. Wird erledigt. Der Feuerwehrmann kann keinen Feind. Hervorragend. Sie haben alle Brände gelöscht. Gut gemacht. So. Ja. Einpacken. Ist in Arbeit. Kommen meine RTWs auf mal. Ja, sie kommen sogar wieder. Bin bereit. Verstanden. Ich meine, jetzt brauche ich den eh nicht mehr da, ne? Aber. Ja. So. Polizeikeller ausrüsten? Ja, wahrscheinlich. Bin dabei. Dann stell du dich mal hier hin. Ich meine, die fahren zumindest weg. So. Verstanden. Rechtsklick. Der Notarzt hat die Transportfähigkeit des verletzten LKW-Fahrers hergestellt. Wir sollten ihn jetzt mit einem Rettungstransportwagen transportieren. Kollege, hätte ich hier gerne... Ja? Ne, die RTWs kamen nicht wieder. Die fahren wir nur von alleine weg. Okay, das haben wir dann also auch geklärt. Okay. Hier geblieben. Wo rennst du hin, Harry? Harry? Hier hin. Wird erledigt. So. Ja, komm. Also brauchen wir noch zwei RTWs. Die können wir eben ordern. Die sind also wieder dann automatisch an der Basis. Okay. Kein Problem. Ja? Bin bereit. Zu Befehl. Hier hin, Harry. Alles klar. Harry. Funktioniert das? Nö. Ja, ist egal. So. Bin bereit. Du kannst eigentlich schon wieder ins Auto. In Ordnung. Du kannst auch ins Auto. Verstanden. Du weißt doch nicht, ob wir diese... So. Wo sind meine RTWs jetzt? Erwarte Befehle. Ach so, brauche ich noch... Nee, stimmt, ich habe ja keine Hydranten mehr. Ich kann hier direkt ins Auto schicken. Bin bereit. Da war was. Bin bereit. Wird gemacht. So, der macht das wieder automatisch. Habe ich das richtig? Erwarte Befehle. Verstanden. Rennt ihr wirklich automatisch wieder los? Ihr rennt wirklich automatisch los. Kann ich dich dann auch irgendwo hinschicken? Kann ich aber auch. Alles klar. Okay. Aber das ist auch so eine Sache, ich finde, das darf nicht sein. Ich will meine Frage auch wieder an meinem Unfallort vergessen können. Und auch den Krankenwagen ohne alles losschicken. Und nicht, ich, wie gesagt, wir kümmern uns um den hier, kümmern wir uns nicht. Das soll er automatisch regeln. Dann will ich das nochmal sehen. Weil, das ist eine Aufgabe, das muss nicht sein. Das muss... ihr könnt doch nicht dem Spieler einfach alles wegnehmen. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer. Gut, Sie haben den Unfall-LKW abtransportiert. Nö, es war ein Verletzter. Gut, fahr du mal. Verstanden. Was geht's?
Also, komm, du kannst schon wieder einsteigen. Jawohl. Du machst ja auch mehr Chaos. Komm. Na komm, steig ein. Fahrt nach Hause. Ist höre. Höre. Hauptquartier. In Ordnung. Höre. Dich kann ich auch zur Akku schicken. Wird erledigt. Ah, nee. Ah, hier. Den kann ich vergessen. Das ist schon mal gut. Sofort. Höre. Kollege. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Alles klar. So. Ja. Zu Befehl. Höre. Sie haben alle verletzten Fahrgäste versorgt und abtransportiert. Gut gemacht. Steht hier eigentlich irgendwo der Name von der Mission? Nö. Ja. Spielmenü. Spieldauer. 7 Minuten gerade mal. Ja, noch den nach Hause. Zu Befehl. Gut gemacht. So. Muss ich die auch noch abschleppen? Ich meine, wir können ja mal probieren, ne? Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich sofort noch abschleppen kann. Ja, okay, wir müssen auch noch warten, bis die nach Hause fahren, ne? Ja. Da zieht sich jetzt natürlich auch. Das ist schon ein gutes Stück, ne? Sie haben den LKW-Fahrer versorgt und abtransportiert. Sehr gut. Sie hatten die Situation jederzeit unter Kontrolle. Ihr erster Einsatz war vorbildlich. Wunderbar. So, damit haben wir Mission Nummer 1 geschafft. Ein Tramunfall. Auch wenn ich jetzt hier wirklich viel mich über den Kram aufgeregt habe, hoffe ich natürlich, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, gebt dem Ganzen trotzdem mal einen Daumen nach oben. Gerne auch mal ein Abo dalassen, Glocke aktivieren, wenn ihr mal auf dem neuesten Stand seid, und gerne auch mal teilen. Da wir in München sind, gucke ich mal, ob ich wirklich einen Tramunfall vergleichbaren finde. Mit einem Chiral-Tanker. Und den findet ihr dann oben links, weil in Erfahrung war ja so, dass die meisten Aufgaben oder Missionen immer auf irgendwelche echten Situationen basieren. Deswegen gucke ich mal, ob ich was Passendes finde. Seid ihr oben links. Unten links landet ihr dann bei der Playlist von Emergency. Ich glaube, wir spielen gerade 5. Von 5, genau in der Mitte. Nee, warte mal. Wie machen wir denn jetzt? In der Mitte Emergency 5. Unten links irgendeine Playlist, die euch YouTube vorschlägt. Keine Ahnung. So, damit verabschiede ich mich von euch und sage damit quasi tschüss und bis zum nächsten Mal. Oder kommt da noch was? Ah ne, wir kriegen noch Auszeichnungen. Für Ihre heldenhafte Leistung im letzten Einsatz haben Sie die Genehmigung zum Kauf neuer Einsatzkräfte erhalten. Oh, vielen Dank. Ein Bauarbeiter wurde von einer Baggerschaufel am Kopf getroffen. Versorgen Sie ihn und transportieren Sie ihn ab. Genau. Dann geht's in der nächsten Folge mit dem Unfall mit Bagger auf Baustelle weiter. So, und damit sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Bauer sein. Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Emergency 5. Ja, wir sind irgendwo im Einsatz und müssen jetzt uns um einen Unfall mit einem Bagger auf einer Baustelle kümmern. Ich weiß nicht, ob das alles ist, aber... oder wie das jetzt hier ablaufen wird, ob wir hier komplette Missionen kriegen werden. Aber es war jetzt ja kein Introfilm drin, deswegen ist das wahrscheinlich so wie beim letzten Mal in Emergency 4, dass das jetzt das freie Spiel ist, bis man wieder was freischaltet. So vom Grundprinzip her, denke ich. Ich weiß es nicht, wir werden mal gucken, was jetzt passieren wird noch im Laufe der Folge. Weil das Bearbeiten hier von dem Typen ist ja nur ein Handgriff. So, mal gucken. Also wir brauchen auf jeden Fall hiervon einen, senden. Ist zack. In Arbeit. Und zack, das ist ja Firlefanz. Wird erledigt. Machen wir mal eben fertig. Ist hier auch glücklicherweise direkt vor der Tür. Okay. So. Kein Problem. Höre. Wird gemacht. Was geht's? So. Achso, ich kann den noch nicht mal zu früh hinschicken und einsammeln. Also er kann mir auch nicht mehr deswegen versterben, weil ich da irgendwie einen unbehandelten Menschen in den Krankenwagen stecke. Geht der Aufregung schon wieder weiter, wie beim letzten Mal. Mein Gott. Nee, also grafisch wirklich schön, nett gemacht. Aber ich riech mich wieder drüber auf. Ich riech mich einfach wieder drüber auf. Ah, schön.
So, mal gucken. Ob ich jetzt nach ein paar Sekunden die Aufgabe zu Ende ist? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja? Bin dabei. Naja, der macht das ja eh automatisch. Brauchen wir uns ja nicht drum kümmern. Fährt mein Notarzt jetzt eigentlich auch von alleine nach Hause? Ne, das nicht. Das nicht. Und ja, immerhin auch so ein bisschen Arbeit haben wir ja. Nein, ich brauche mich nicht um dich kümmern. Du rennst mal alleine. Spiel fertig. Mission geschafft. So. Der Rettungstransport war Emergency-Ziel zur Krankenstation. Mit 2025, wir brauchen nur noch zugucken. Wir machen gar nichts für den Film. Hey Leute, wo ist da der Spielspaß hin? Das ist ja gar kein Spielspaß mehr vorhanden, oder wie ist das? So, jetzt aber fertig. Neue Einsatzfahrzeuge verfügbar. Oh, da drücken wir mal auf den Reiter. Oh, Notarzt-Einsatzfahrzeug. Ich brauche noch keins. Im Wintersportgebiet sind zwei Skifahrer zusammengestoßen. Beide Opfer bergen, behandeln und abtransportieren. Ja, dann fahren wir mal zum Skigebiet. Oh mein Gott. Komm. Wir spielen jetzt so lange, bis hier mal irgendwie eine richtige Mission kommt. Zu Befehl. Wahrscheinlich gehört das eigentlich noch zur anderen Folge und dann hängen wir da hinten dran. Ich weiß es aber noch nicht genau. Oder wir machen dann wirklich so einen Vorlauf und machen dann jetzt in Zukunft immer, wenn wir die Mission fertig haben, dann den Cut rein. Ich habe keine Ahnung. Eigentlich will ich ja erst die Mission machen. Aber wir müssen mal schauen, wie das jetzt wird. Ja, komm, RTWs können wir auch schon direkt zwei schicken. Ist in Arbeit. Wir fahren ja eine halbe Ewigkeit. Kann ich mir nicht einen Hubschrauber kaufen? So, ich weiß auch nicht, was ich hiervon brauche, ob wir deswegen... Okay, ich lasse das erstmal sparen. Solange wir nicht brauchen, kaufe ich mir kein Fahrzeug. Fertig. Einfache Regel. Oder muss ich alle Fahrzeuge kaufen? Dann ist das so doch wie beim letzten Mal. Ja, ich muss sie wahrscheinlich alle kaufen und dann kommt erst die nächste Mission. Gut, deswegen geht dann diese Folge weiter und ich hänge das hinten dran. Haben wir das auch gelernt. Dann ist das quasi das freie Spiel von Emergency 4 wieder. Und wenn wir die haben, kommt dann die neue Mission. Das kann natürlich sein. So, wir drücken mal eben schnell weiter. Ah, ne, brauchen wir nicht mehr. Der Notarzt ist da. Den brauche ich wahrscheinlich auch nur rauslassen. Das war damals auch schon so. Das muss ich wiederum sagen, fand ich gut. Bin bereit. Achtung, Notfallmeldung. Wird gemacht. Aus ungeklärten Gründen ist ein Fahrzeug in Brand geraten. Löschen Sie alle Brände und transportieren Sie alle beschädigten Fahrzeuge ab. Was geht's? Kannst du hier nicht parken? Ey, komm, da ist ein Parkplatz, stell dich da hin. Alter. Bin dabei. KI ist immer noch miserabel. Kein Problem. So, wir gucken mal eben nach dem Fahrzeugbrand. Dann brauchen wir natürlich unsere Feuerwehr. Jungs, ich finde euch cool. Verstanden. Wahrscheinlich brauchen wir trotzdem die anderen auch noch. So, jetzt haben wir nicht das Geld für den RTW. Genau. Wieso bist du jetzt eigentlich so rangezoomt? Das solltest du nicht, aber... Okay, das Ausblenden der Gebäude geht mir jetzt auch schon wieder auf den Senkel. Würde ich gerne abstellen können. So. Was geht's? Jawohl. Erwarte Befehl. Sofort. Ist die Feuerwehr schon da? Ah, der ist schon da. Erwarte Befehl. Wird gemacht. Jetzt können wir sogar mit drei Leuten. Erwarte Befehle. Jungs. Bin bereit. Ach, ich hab das ja andere Menüs. Ja, natürlich. Okay. Ne, wisst ihr, wir machen das anders. Wir lassen ihn mit dem Feuerlöscher rangehen. Sofort. Ob das eine gute Idee ist, keine Ahnung. Aber sieht cool aus.
Brauchen wir noch einen Abschlepper gleich, ne? Das wäre dann der hier. Ja, komm, du kannst schon mal parken. Wird erledigt. So. Höre. So, einpacken. Jawohl, bin bereit. Einpacken. Verstanden. Ich muss ja hier nichts los. Ah, ne, ich muss den runterkühlen. Du musst noch weiter kühlen. Immer. Wieso kann ich den jetzt nicht wieder zurück? Der Rettungstransport war. Das darf auch nicht sein. Zur Krankenstation in der Basis. Ich muss den wieder abfangen können, in dem Moment, wenn er auf dem Weg zum Auto ist. Ja. Naja, gut. Wie auch immer, ich schicke euch nach Hause. Zu Befehl. Achso, ihr fahrt schon meine Fahrgäste nach Hause. Wo waren das jetzt? Gut. Was gibt's? Sehr freundlich, ob uns da alles nichts klar, kümmern ja? muss. Verstanden. Können wir euch beide auch schon mal nach Hause schicken. Höre. Bin bereit. Kann alles der klar. eigentlich so nach Hause Höre. Fahren? Okay. Der fährt auch ohne. Okay, der fährt auch ohne. Ohne Passagiere nach Hause. Also das geht schon. Das geht schon. Das ist so ein automatisierter Prozess. Wahrscheinlich kann man das alles in den Hauptmenüs irgendwo in Untereinstellungen noch. Bin bereit. Kann man das in den Einstellungen deaktivieren? So. Automatismen. Nur Singleplayer. Hier können Sie einstellen, ob untätige Einsatzkräfte selbstständig agieren dürfen. Aus. Tooltips. Stellen Sie aus. Rückfahrt ohne Blaulicht. Ein. Das macht schwieriger. Spiel fortsetzen. Okay, die sind ja immer noch aktiviert. Höre. So. Kein Problem. Damit haben wir da schon mal ein bisschen Arbeit gespart. Aber das Ding ist immer noch an. Das ist doof. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. So. Jetzt dürftest du nicht nach Hause fahren. Du musst da stehen bleiben, Kollege, ne? Ja, okay. Das ist natürlich wieder schön animiert. Also, das muss man dem Spiel schon lassen. Aber wehe, du fährst jetzt von allein nach Hause. Wehe. Wehe, du haust jetzt ab. Ein. Das geht nicht. Ich will das nicht. So, kann ich dich denn... Höre. Ich kann ihn aber... Also das geht schon. Ich kann ihn woanders hinzwingen. Kann ich dieses Auto wieder abladen? Nein, kann ich nicht. Das ist Jawohl. Doch doof. Das ist doch wirklich doof. So. Muss man mal ehrlicherweise sagen... Das, ja. Das ist doch wirklich doof. Aber gut. Vielleicht geht er auch erst mit denen, die jetzt als nächstes kommen werden. Wer weiß. So, wir machen hier mal wieder ein bisschen auf schnell. Achtung, Taschendiebstahl. Eine Person wurde bestohlen. Der Dieb befindet sich auf der Flucht. Festnehmen und abtransportieren. Ja, komm, dann schicken wir mal hier den rein. Der Täter versucht, das Einsatzgebiet zu verlassen. Sofort aufhalten. Ja, ist ja okay. Das geht schon mal. Das ist schon mal schön. Dann fahren wir jetzt mal hier hin. Wird gemacht. Eigentlich von Bahnhof hier, ne? Wieso ist der? Ach, der ist dann irgendwann aus der Puste. Okay, das ist natürlich cool. Verstanden. Früher waren die nicht aus der Puste. Erwarte Befehle. Hier geblieben. Wo ist denn mein... Ist in Arbeit. Alles klar.
Was geht's? Alles klar. Bin bereit. Wir haben also auch scheinbar eine U-Bahn. Ob man da rein kann, okay, weiß ich nicht. Zu Befehl. Bin dabei. So. Verkehrsunfall. Fahrzeuge sind zusammengestoßen. Ja. Retten Sie die Fahrer aus den Unfallfahrzeugen, versorgen Sie alle Opfer und schleppen Sie die Unfallfahrzeuge ab. Prüfen Sie darüber hinaus anhand Ihrer Aufgabenliste, was sonst noch zu tun ist. Was geht's? Alles klar. Achtung, mindestens ein Unfallfahrzeug brennt. Wir können den Fahrer erst dann mit dem Fahrzeug retten, wenn wir die Brände gelöscht haben. So. Wo ist jetzt dieser Brand? Verkehrsunfall, ja. So, Jungs, seid ihr jetzt mal endlich in meinem Auto? Eins. Jetzt sag mir nicht... Ach ne, das machst du jetzt nicht automatisch. Ja, okay. Sofort. So. Na gut, dann gehen wir hier hin. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt hier die echte Feuerwehr. Wird gemacht. So, dann brauchen wir hier auf jeden Fall noch mindestens einen von denen. In Ordnung. RTW. Jawohl. Abschlepper. Kein Problem. Brennende Fahrzeuge müssen erst gelöscht werden, bevor wir sie abtransportieren können. Ja, ist gut. So, das heißt, wir fahren mit dir auch schon mal hier um die Ecke. Wo war jetzt dieser Brand? Komm hier hin. Du hier. Jawohl. Ja. Alles klar. Kannst du ohne Personal fahren? Kann er. Dann nicht dahin. Nein. Ich will das Auto da hinsetzen. Ja. So. Was geht's? Verkehr umleiten. Kein Problem. Ja. So. Verstanden. Höre. Und dich hier oben hin. Ja. Verstanden. Was geht's? So. Höre. Verstanden. Zu Befehl. Was geht's? Sofort. Zu Befehl. Der Feuerwehrmann kann keinen feinen Hydranten in der Nähe des Ziels finden. Wollt ihr mich veräppeln? Was geht's? Ein Schnappbier im Feuerwehrmann. Ah ne, du kannst aber schon die Rettungsschere holen. Sofort. Genau. Du kannst die Rettungsschere schon mal holen. Und du gehst hier hinten Verkehr umleiten. Wird gemacht. Alles klar. So. Kannst du schon mal nach vorne rennen? Was geht's? Schau mal, was ist das für ein Hi-O-Pi? Sieht aus, dass die Karre brennt. Ich rauf erstmal auf das Feuer zu. Ja. Wo ist mein Notarzt? Bin bereit, jawohl. Jawohl. Ja. Wird gemacht. Brauch auf jeden Fall noch einen zweiten RTW, weil der fährt ja eh gleich nach Hause. Kenne ich ja schon. So. In Ordnung. Das können wir schon mal kaufen. Ja, ist in Arbeit. Was gibt's? Zu Befehl. Bin bereit. Ja, steigt schon mal ein. Du steigst schon mal ein. In Ordnung. Höre. Wird erledigt. Höre. So, dann kannst du hier rein. Ah, ja, sehr clever. Bin bereit. Fahr den einfach mal da rein. Höre. Ja? Jawohl. Bin bereit. Bin dabei. Erwarte Befehle. Alles klar. Erwarte Befehle. Du musst halt wieder automatisch wahrscheinlich, ne? Oder? Hörst du diesmal auf mich? Ne, der hört. Okay, das ist schon mal viel wert. Was gibt's? Alles klar. Ja? Bin dabei. Aber du bringst den jetzt nicht wieder allein in den Krankenwagen, oder? Höre. Nee, macht er nicht. Gut, das ist schon mal viel wert. Verstanden. Das ist ja schon mal viel, viel wert.
glaube, ich muss das Fahrrad auch noch abschleppen, wa? Höre. Ja, das heißt, wir brauchen nochmal Feuerwehrmann. Was geht's? Also zumindest war das früher so gewesen. Muss der... Ich kann das nicht auf Seite ziehen? Wieso kann ich das Fahrrad nicht auf Seite ziehen? Was ist das denn für Müll? Ich hätte gerne nix. Einfach nix. Kann ich den... Wie kann ich denn das Tool wieder abgeben? Ey, cool, der hat einen Namen. Karl Keller. Ja, Karl. Ja? Jetzt sag mir mal, wie... Das du... Oh. Zu Befehl. Nee, kann er nicht. Zu Befehl. Ja, okay, dann... Was geht's? Bin dabei. Ist die Mission wahrscheinlich jetzt geschafft. Oh, der ist jetzt nicht nach Hause gefahren. Höre. Ja, das ist ja schon mal viel wert. So, komm, ist ab. Ist in Arbeit. Höre. Ist in Arbeit. Das ist ja schon mal viel wert. Also es sind nur noch die Abschlepper, die automatisch nach Hause fahren. Ist ja schon mal viel wert. So. Kollege. Erwarte, kannst du hier schon mal einsteigen? Kein Problem. Du auch schon mal einsteigen. Verstanden. Ja, wir sind sogar übers Fahrrad drüber gefahren. Auch gut. So. Sofort. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. Was gibt's? Wird gemacht. So. Was gibt's? In Ordnung. Wo ist mein Polizist jetzt hin? Jetzt mal Spaß beiseite. Mir fehlt irgendwie der Polizist. Ich hab noch einen Täter. Ja, und wo ist mein zweiter Polizist? Höre. Aha. Erwarte Befehle. Jetzt mal ohne Mist. Wo ist mein Polizist hin? Hört der jetzt gerade rund um den Block, oder? So. Ah, da ist er. Bin bereit. Wirklich um den Block. Aber cool ist, dass er dem Auto hinterherläuft. Das ist auch wieder ein schönes Gimmick. Kein Problem. So. Mal auch cool ist, dass die Autos Platz machen, also das schon. Du musst mal auf den Sack gehen, ist mit den Untermenüs, wie beispielsweise Schläuche legen, Werkzeug nicht mehr auswählen. Also das, ja, ist schon sehr stark vereinfacht. So. Jetzt können wir unsere Leiter kaufen und jetzt müssten wir theoretisch durch sein. Ich hab das Geld auch. Oh. Und wir sind durch. Bleibt im Kirchturm hängen. Das kenne ich schon aus der Emergency 3. Ein Drachenflieger ist auf ein Baugerüst an der Münchner Frauenkirche gestürzt. Mehrere Arbeiter wurden dabei verletzt und Brände sind ausgebrochen. Der Drachenflieger hängt an den Sicherheitsgurten seines Drachens in großer Höhe und befindet sich in... So, also gut, jetzt wissen wir auf jeden Fall auch, wie das Ganze hier abläuft. Also wenn man das letzte Auto gekauft hat, kommt man direkt in die nächste Mission rein. So, dementsprechend würde ich sagen, machen wir jetzt hier einen Cut rein. Haben damit die erste Folge abgeschlossen, dann ist das Ganze so wie damals in Emergency 4 auch, dass man erst wirklich eine Aufgabe hat, danach dann ein paar
Dorfmissionen macht in dieser Stadt, in der man sich gerade aufhält. Und dann kommt die nächste Mission. Gut, haben wir das geklärt. Damit haben wir Aufgabe 1 abgeschlossen. Und das Ding kommt dann in der nächsten Woche. So, dementsprechend jetzt aber wirklich den Cut rein. Unten links irgendeine Playlist, die euch YouTube vorschlägt. In der Mitte Emergency 5. Und oben links, ich guck mal den Fall zu dem Tanklaster, der von einer Straßenbahn getroffen wird. Irgendwie so eine Art. So, und damit sage ich dann Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Bauer sein.